herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 mit Reality auf der Grünfelderland. So, wir machen die Dingenskirchen hier weg. Kurz mal putzen. Und dann. Hallo? Warum geht mein Kercher nicht mehr? Aha, auch kaputt. Okay. Dann putz mal halt doch nicht. Ach nee. Okay. Dann müssen wir das leider so machen. Das Problem wird nur sein, wenn ich jetzt gleich wieder aussteige, werde ich wahrscheinlich wieder da rumbacken. Kriegt man dann auch gelöst. Wir müssen auch mal gucken wegen Hackschnitzeln, was wir da noch haben. Ich hatte ja in den Hacker zuletzt einen Haufen Stämme reingehauen. Von dem her sollte das kein Problem sein. Yep, okay. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber mit dem wollen wir fahren. Yep. Na, ein bisschen zu weit hinten. Ja, ich wollte beide haben. Okay, vielleicht jetzt. Ja, das ist halt immer so ein Ding hier mit dem Manitou. Ups. Da muss ich immer. Das ist so schwer mit dem. Wenn man das noch nie im Real Life gemacht hat, mit diesen Paletten verladen, dann ist es wirklich immer eine Qual. Och nee, jetzt kriege ich das Tor nicht auf. Hmm.
So. Hier drüben müssen wir abliefern. Da ist Holzkohle. Ja, das ist halt, wir haben neue Mods drauf gemacht diese Woche. Und irgendeiner hat da wahrscheinlich wieder ein Doppelbelegerproblem. Eine Tastenbelegung, die doppelt ist, und dann funktioniert es nicht. Beziehungsweise dann gibt es Fehler. Ist halt manchmal so, wenn man neue Mods ausprobiert und drauf haben will. Ja, warte mal, kann ich die nicht von der Seite besser nehmen? Ups. Warum geht das jetzt nicht? Normal kriege ich doch da auch immer zwei drauf. Die Palette einzeln fahren, ey. Ach Mensch. Ich will doch eigentlich nur aussteigen. Paletten kommen hier rein. Machen wir einfach mal ein bisschen Ordnung. So ist gut. Zwei Paletten sind besser wie eine. Nein. Ach ja, ey. Muss ich nochmal anheben. Ja, wenn alle Paletten aufgeräumt sind, dann wird das ganz schön nice, glaube ich. Wenn ich damit kein Problem mehr habe. Ich hätte gern, so eine lange Palettengabel, wo ich zwei Paletten nacheinander aufspießen kann. Vielleicht kriege ich zwei aufeinander transportiert. Gucken wir mal. Müsste eigentlich halten. Ja, perfekt. Gut, aber wir müssen uns jetzt dann tatsächlich gleich mal auf den Weg machen nach Kirchdorf. Dann sind wir zum Fußballspiel zu spät, glaube ich. Ja. Ich bringe gerade noch zwei Stück nochmal in das Lager rein. Und dann müssen wir zum Hof. Ich hätte eigentlich direkt mit dem Auto herfahren sollen.
Muss ich jetzt noch mal zum Hof gurken. Na, warum will denn die jetzt nicht runter hier? Okay. Gut, haben wir schon mal ein bisschen was aufgeräumt. Den Rest, den machen wir dann ja, im Laufe der nächsten Woche. Den abstellen. Und Johnny weiter. Boah, jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Stress. Aber ich glaube, ich werde mir oben ein Hotel nehmen. Und dann können wir morgen früh einfach los zum Fußballspiel. Aber ich weiß nicht, ob es ein Abendfußballspiel ist, morgen früh Fußballspiel. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt dann mein Auto. Dann sind wir ruckzuck oben. Ja, das Auto noch, oder? Ich hoffe mal. Ah ja, da steht's ja. Perfekt. So. Da das eben gerade spinnt mit der... mit dem... aussteigen, dann müssen wir es halt so machen, dass wir in die Fahrzeuge kurz mal rüber tappen oder springen. Gut, ich mache mich mal auf den Weg und wir sehen uns dann, denke ich, oben wieder. Ich hoffe, ich werde nicht zu viel geblitzt. Wäre sonst ein bisschen schade. Warte mal, ich habe einen Tempomaten an. Ups. Gut. Halt, warte mal. Wir fahren hier lang. Also Vollgas. Dann gucken wir mal, wie schnell wir oben sind. Hoffentlich keinen Unfall. Ist, glaube ich, auch noch ein Blitzer, ne? Nee. Oh, Glück gehabt. Ah, der läuft super, ey. Bin so froh, dass ich den habe und nicht mehr diesen komischen MAN, den Britschenwagen. Der hier ist wirklich gut.
So. Ja, hier den Wald, den habe ich mir auch ja überlegt, wieder zu kaufen. Muss mal überlegen. Der ist inzwischen auch gut aufgeforstet wieder. Das wäre eine Option. Der kostet ja nicht so viel. Aber Trick auf die Farbe, ne. Ui, 360. Okay, jetzt aber Concentration. Folge war un, hallo? Hey Volker, Diesel hier. Hi. Na, wie laufen bei dir so die Geschäfte? Alles gut. Bin gerade auf dem Weg nach Kirchdorf. Noch zum Lidl? Nein, Kirchdorf. Oben zum Fußballplatz. Ich hab mir noch zum Fußballplatz? Ja, stimmt ja. Ja. Hab mir ein Hotel genommen für die Nacht. Ja, sagen wir es mal so, der Herr Müller, der Lukas Müller, der darf den Führerschein neu machen. Ja, warum? Ja, der meint nämlich gerade zu schnell fahren zu müssen, mich in den Neumann in der Kurve überholen zu müssen, hat sich dann natürlich mit seinem Auto aufs Dach gelegt und will mit dem Totalschaden vom Fahrzeug weiterfahren. Dieser Teilnehmer ist vorübergehend nicht zu erreichen. Diesel, was ist denn los? Ja, nix. Ich wollte nur gesagt haben, was er verbrochen hat, warum er jetzt den Führerschein abmachen darf. Ah, es ist. Ja, wie gesagt, er darf jetzt den Führerschein neu machen. Okay. Hallo. Gut, Man sieht sich dann oben. Jo, bis später. Tschö. Bis später, tschö. Alter, dass sie mich immer anrufen müssen, alle gleichzeitig, ey. So, da sind wir. Ja, wir fahren hier mit dem Tiefenlocker rum. So, warte mal, wo war denn das? Ich glaube, das war hinten beim Pferdehof. Ah, hier ist es. Perfekt. So, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ach, das geht ja nicht. Folge war un, hallo. Hallo Herr Varuna. Hm. Ich habe eine Frage. Ich wollte gerade einchecken. Ja, was ist los? Was kostet die Führerschein-Nachprüfung? Für was? Ganz normaler PKW-Führerschein. Also B. Ja? Ja. Circa 2. 2 Euro. 1000. Oh, schade. Na gut, ich melde mich dann mal an bei dir, ne? Ja? Okay. Ruf mich nächste Woche nochmal an. Ja. Nach dem Fußballspiel. Tschö. Ja, ciao. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Ne, morgen nicht. Montag. Bei der 300. Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land.
Macht's gut. Tschüss.